Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in diesem wunderschönen Raum angekommen. Mit dieser wunderschönen Musik im Hintergrund und ja, da liegt Ada. Und genau, sie hat was abbekommen. Seht ihr da, ne? Der Arm ist total verletzt. Wir sind auch total kaputt, wie ihr seht. Und genau, wir sind jetzt hier in diesem Forschungslabor und hatten uns bereit gemacht beim letzten Mal, ja, das Ding zu erkunden, würde ich mal sagen. Wir können hier nicht ewig bleiben in dieser schönen Musik. Gehen wir raus in die Hölle. Und das wird jetzt echt heftig. Vor allem die Musik. Hört euch mal diese Musik an. So, gibt's hier noch irgendwas an diesem Zug? Ich glaube nicht. Da sind wir ja hergekommen, letzten Mal. Und genau, ich würde sagen, sollen wir erst links oder erst rechts rein? Main Shaft. Okay, ich glaube, wir gehen hier links rein. Ist klar. Das Labor kommt mir ein bisschen sympathischer vor als das im ersten Part, also im ersten Teil. Ich weiß auch nicht, die Musik hier ist ja viel angenehmer. Aber auch spannend. Schaut euch mal dieses Ding an. Krass, Freunde. Und diese Türen hier erinnert mich irgendwie an Dino Crisis. Also Dino Crisis 1. Da kann man klar erkennen, dass da abgeguckt wurde. Boah, schaut mal da unten. Krass. So, was haben wir denn hier? Da ist was Bewegliches. Ein riesiges System von Sicherungen, das den Strom im ganzen Labor absichert. Die Hauptsicherung wurde herausgenommen. Dadurch haben einige Laborbereiche keinen Strom. Okay. Hauptsicherung müssen wir also finden. Okay. Ah, wir haben zwei Wege hier. Boah, schau, das sieht alles so hochtechnologisiert hier aus. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal in den blauen Bereich. An diesem Montagabend tatsächlich, ja, Freunde, es ist Montag. Das Wochenende war einfach viel zu voll, als dass ich hier das noch aufnehmen hätte können. Aber, ja, dafür jetzt halt. Und das darf halt nicht fehlen, Resident Evil Aufnahmen. Hui, ein neuer Gang. Was haben wir denn da? Alles klar, das sieht ja ringförmig hier aufgebaut aus, ne? Da geht's auf jeden Fall nur nach links. Okay, was ist das? Die Blende ist fest zu. Umbrella. Okay, ein Schalter. Wollen Sie einen Knopf drücken? Jo. Keine Reaktion. Es gibt nämlich keinen Strom. Naja, danke. Die Türe lässt sich mit einer Schließkarte öffnen. Die East Area also. Okay, was haben wir da? Ein Gang. Ja, Umbrellas Forschungslabor. Das ist echt interessant mittlerweile. Also, wir sind ja nach wie vor diesem William Birkin auf der Spur, ne? Oh, und das sieht ein bisschen vereist aus. Das sieht ein bisschen sehr kalt aus. Oh, und das sieht noch kälter aus. Krass, Freunde. Die Tiefkühlkammer hier. Warum hat man hier eine Tiefkühlkammer? Was soll das, Umbrella? Oh, da sehe ich doch schon mal ein Heilungsspray, aber erstmal hier gucken. Oh, schaut euch mal, wie man die beweglichen Teile sehen kann. So, was ist das? Eine Steuerung für Experimente bei extrem niedrigen Temperaturen. Ich könnte hier die Supraleitersicherung einsetzen, wenn ich eine Sicherungsklemme hätte. Okay. Aber nehmt ihr erstmal das Heilungsspray, das ist, glaube ich, wichtiger erstmal. So, Heilungsspray. Mitnehmen. Ihr seht es, ne? Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben keine Waffe. Warum haben wir keine Waffe ausgerüstet? Was zur Hölle? Nehmt ihr mal die Schrot. Ja, diese fette Schrotflinte. Die wir beim letzten Mal noch modifiziert haben hier. Oh Mann. Haben wir hier noch irgendwas? Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Sieht aus wie ein Computer zur Datenorganisation. Aber das da sieht ja wichtig aus, ne? Sicherungsklemme. Das ist genau das Teil, was wir da vorne an diesem Roboter hier brauchen. Okay.
benutzt die Sicherungsklemme, Leon. Schaut euch das an, das ist eine richtig geile Animation. Ja, die hatten in den 90ern schon Roboter. Ich meine, ja, warum auch nicht? Ist halt Umbrella. Ist das nicht cool? Und zack, haben wir die Hauptsicherung. Ist das nicht geil? Sehr schön. Vielen Dank, lieber Roboter. Da kann ich jetzt nichts mehr dran machen. Gibt es da hinten vielleicht noch irgendwas? Nee, jetzt können wir nämlich an der Hauptsicherung den Strom wieder einschalten. Also da draußen, ne? An diesem Ding, wo man die Hauptsicherung einstecken muss. Genau. Dann waren wir hier goldrichtig. Und wieder diese spannende Musik und Leons grimmiger Blick. Schaut ihn euch an. Ja, er ist schon ganz schön fertig. Also, das wäre ich auch, wenn ich an seiner Stelle wäre. Also, was er jetzt schon alles mitgemacht hat, ich glaube, ich wäre schon am Rad gedreht. Ohne Scheiß. Gut, Leon, aber es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Sondern du musst jetzt hier bitte diesen Strom hier einschalten. So, benutzt das mal. Perfekt. Und schon haben wir hier auch Licht. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Gut, Freunde, da wir jetzt Strom haben, würde ich sagen, gehen wir noch einmal hier in die West Area zurück. War doch die West Area, oder? War das die East Area? Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Es war tatsächlich die East Area. Na gut, okay. Und wir haben jetzt hier diesen Schalter, den wir drücken können. Genau. Mach das mal auf. Aha. Nochmal ein Sicherheitssystem da drin. Und hier kommen wir noch nicht rein. Die Schließkarte. Okay. Alles klar. Alles abgesichert hier. Fest zu. Links ist eine Bedienungstafel. Das hier. So, zum Eintritt müssen zwei oder mehr Werksangehörige anwesend sein. Beginne Überprüfung der Fingerabdrücke. Wollen Sie fortfahren? Ich weiß zwar nicht, ich bin zwar, glaube ich, kein Werksangehöriger, aber mach mal. Unbekannt. Ja, das war doch klar, oder? Leon, du bist unbekannt. Das müssen wir ändern. Ja, Freunde, hier vorne an diesem Schalter ist ganz wichtig, dass wir mit Leon jetzt das noch machen, mit dem Finger abdrücken. Weil diese Tür wird im zweiten Durchgang tatsächlich wichtig, mit Claire Redfield. Jawohl. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den roten Bereich. Tatsächlich jetzt doch in die West Area. Und dieser Bereich hier mit den Brücken, das erinnert mich auch voll an Dino Crisis 2. Das Ende, wo man da gegen den Gigantosaurus kämpft. Das war auch bei auf so Brücken. Richtig krass. Also die haben mich ja gegenseitig abgeguckt. Ja gut, okay. Gehen wir weiter in diese Dino Crisis Tür. So. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier noch haben. Boah, okay, das sieht schon richtig cool aus. Okay, wir haben jetzt hier mehrere Wege. Hier können wir, die West Area, können wir hier einschalten. Dann machen wir auf. Oh! Und schaut mal da, Freunde. Neue Gegner. Das sind ekelhafte Pflanzen. Schaut euch mal an, die spucken. Die spucken uns an. Aber noch ist nichts passiert. Und die haben eine ganz schöne Reichweite mit ihrer Spucke. Ihr seht das, ne? Eklige Giftpflanzen hier. Wow, gehen wir bloß da weg. Genau, Freunde, das sind Giftpflanzen. Und genau, hier unten bei Umbrella ist schon offen. Gibt's halt Pflanzenwachstum. Ja, ihr habt gesehen, die haben drei Shotgun-Schuss gebraucht, ne? Aber, wie gesagt, mit einer Shotgun sind die easy zu plätten, diese neuen Gegner. Und dann... Oh Gott. Okay. Die schlagen nochmal nach, wenn wir die töten.
Das ist unangenehm, aber ich glaube... Nee, die haben uns nicht ge... Okay. Da haben die uns nochmal geschlagen. So, was haben wir denn hier? Was ist das für eine Tür? Oh, hier geht's schon raus. Uiuiui, da ist noch eine Pflanze. Komm, Leon, schieß drauf. Komm, Leon, schieß drauf da. Na komm. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die stirbt. Und wir haben zwei grüne Kräuter. Ich frage mich jetzt gerade... Da bin ich voll, ne? Scheiße, da bin ich voll, wenn ich die jetzt mitnehme. Ich will hier... Oh, seht ihr diese Riesenpflanze da im Hintergrund? Das ist ja eklig. Was haben die hier gemacht mit diesen ganzen Pflanzen? Das frage ich mich ja immer noch, ne? Die stehen hier scheinbar auf Pflanzen. Okay. Aber erstmal möchte ich nicht runter tatsächlich. Warum? Warum lebst du wieder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lustig, dann schieß dich kaputt. Hä? Warum lebt der noch? So. Und der. Ach, die hat mich wieder getroffen. Okay, aber immer noch grün. Scheinbar machen die doch nicht so viel Schaden. Aber die sind eklig, oder? Schaut euch die an. Schaut euch diese Pflanzen an. Die sieht richtig eklig aus. Die spucken, ja, die spucken uns an hier. Mit ekliger Giftsülze. So, kaputt hier. Drei Schuss. Genau, die stirbt. Ja, Leon, die sehen ziemlich krass aus, finde ich auch. Schlägt jetzt nochmal. Hm, die hat jetzt nicht geschlagen. Seltsam, oder? Aber schaut euch das an. Blutige Pflanzen. Wie widerlich. Aber finde ich gut, dass wir hier nochmal neue Gegner serviert bekommen. Ohne Witz. Was haben wir hier? Von der anderen Seite aus verschlossen. Und hier? Da können wir rein. Okay, cool. Dann würde ich sagen, schnüffeln wir mal weiter hier rum bei Umbrella. Da sind noch mehr Pflanzen, oder was? Oder was haben wir da? Schaut mal da oben. Okay. Aber die hängt fest, scheinbar, in einem Lüftungsschacht. Und schaut mal hier, wir haben ja jede Menge grünes Zeug. So. Das Bett eines Forschers. Ja, ich will hier dies. Hier wachsen was? Nein, was? Hier wachsen? Achso, Blaukräuter. Ja, benutzt mal. Hier könnte man sich jetzt endlos hochheilen, glaube ich, wenn man vergiftet wäre. Aber nö, lassen wir es mal. Boah, schaut mal diesen Typen da. Das Bett eines Forschers. Schaut mal diese Leiche da. Die Leiche eines Forschers. Sieht aus, als hätte er überall Öl ausgekippt. Hm, Öl ausgekippt hier in der Nähe von der Pflanze. Da kommt mir doch was in den Sinn. Allerdings erstmal tatsächlich hier dieser PC. Was ist denn das? Sicherheitshandbuch des Labors. Oh, das wird jetzt interessant, Freunde. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichem experimentalen Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten. Werden bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Uiuiui. Okay. Hier gibt's also einen Zug irgendwo. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Hui. Okay, das nenne ich mal krasse Maßnahmen. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt außerhalb der Stadtgrenze. Wow. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufende Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Ja, war klar, ne, dass die es geheim halten wollen. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden.
Das Laborsicherheitshandbuch. Ist doch immer dasselbe, oder? Umbrella baut Scheiße und will's verstecken. Auf der Konsole steht Gas-Sprinkleranlage. Wollen Sie den Schalter dehnen? Nee, lass ich erstmal. Weil... Oh, was haben wir denn da vorne? Wartet mal. Da vorne ist doch bestimmt noch was drin hier. Ha! Wow! What? Ein Flammenwerfer? Was ist das? Okay, den habe ich noch nie gesehen. Ganz ehrlich. Oh, wie krass. Wir haben einen Flammenwerfer, Freunde, für die geilen Pflanzen da draußen. Cool. Und wir haben hier Benutzerregistrierung. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Guest, Passwort keins. Gültigkeit Dauer 24 Stunden. Auch interessant. Müssen wir uns auch merken. Ja, auf einmal mal so ein Flammenwerfer gefunden. Und ihr seht, das ist eine Prozentwaffe. Eine Prozentwaffe ist quasi eine normale Waffe und sie verschießt halt keine Munition, sondern Prozente. Und wenn die Prozentzahl halt auf 0 ist, dann haben wir halt keine Munition mehr dafür. Aber krass, dass wir hier einen Flammenwerfer kriegen. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Schau ich das an. Wir haben hier einen Flammenwerfer. Okay. Krass, Freunde. Krass, krass, krass. Geh da mal bitte nicht zu nah dran. Und Leon, benutz mal dein Feuerzeug hier. Ha, schau ich das an. Und hier, zack. Genau, das war's dann mit dir, Pflanze. Und sie verpisst sich. Und direkt wieder schön gelöscht. Alles klar. Ja, was ist das jetzt hier mit der Gassprinkleranlage? Ich würde sagen, ich mach die einfach mal an. Uiuiui, ist das irgendwie giftig oder so? Also, dass der Gassprinkleranlage läuft. Nee, ich glaube nicht. Aber das, dieses Gas verhindert, glaube ich, jetzt, dass wir vergiftet werden. Ja, da, das ist so. So, wir können jetzt hier in das Gitter rein, was diese Pflanze da besetzt hat. Ja, dann gehen wir da rein. Hier. Mach mal einen auf James Bond hier. Zack. Und wo kommen wir da raus? In einem anderen... Ach du Scheiße! Okay, da ist ein Licker. Gegen Licker weiß ich jetzt nicht, ob der Flammenwerfer gut ist, deswegen werde ich einfach mal die Schrot nehmen. So. Schieß da einfach drauf. Boah, Gott sei Dank. Oh Gott, es waren sogar zwei. Zum Glück haben wir die gehört. Direkt. Zum Glück ist das Spiel so nett zu uns. Zwei Licker hier serviert bekommen. Verdammt interessant. Und was haben wir hier jetzt noch? Farbbänder. Ja, ja gut. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin auch voll irgendwie hier. Ich bin total voll. Oh, das sieht aber gut aus wiederum. Fast mich gerne. Nimm die Schrotmuni mit, Leon. Ha, geil. Haben wieder 38 Schuss von der Shotgun-Muni. Boah, schau dich die Licker an. Die sind jetzt auch ein bisschen mutiert, glaube ich. Also, innen ist alles von der Pflanze zerstört worden. Das sind jetzt mutierte Licker durch das Gas scheinbar. Und ja, die sehen ganz schön krass aus. Aber diese Farbbänder werde ich liegen lassen. Das Schloss geöffnet. Wo kommen wir denn da wieder raus? Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Wir sind einmal in einem Kreis gelaufen, oder? Ha, tatsächlich. Aber jetzt ist ja halt überall dieses Gas. Und ich weiß halt nicht, ja. Ob das jetzt irgendwas zu sagen hat mit dem Gas. Aber wir haben jetzt diesen ganzen Bereich da hinten erkundet. Das ist doch schon mal gut, oder? Ja. Dann würde ich sagen, können wir auch ins untere Stockwerk. Einmal hier durch. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Und ich hoffe, dass euch dann nach wie vor hier gefällt. Das Resi 2, das ist ja wirklich ein geiles Spiel. Und ach, da
liegen noch zwei Kräuter rum. Soll ich jetzt zurücklaufen? Nein, ich glaube, da unten kommt eine Kiste. Wartet mal. Leon, geh die Leiter runter. Los. Wie gesagt, da habe ich doch echt... Das war doch echt nochmal eine Überraschung, dass wir hier einen Flammenwerfer gekriegt haben. Oh, diese Pflanze ist so eklig, ne? Schaut euch mal diesen Bereich da an. Der sieht irgendwie so aus wie Williams Arm. Ich will hier weg, kommt. Lass uns hier reingehen. Unteres Stockwerk, Freunde. Hier ist jetzt... Ach, schon wieder Licker. Okay. Wie gut, dass wir hier Auto eben haben, ey. Ach du Heilige, wo sind wir hier überhaupt? Wir gehen hier irgendwie immer weiter rein und... Oh. Okay, Labor B5. Holy moly. So, Licker. Hört euch die an. Die machen so widerliche Geräusche, ne? Da! Da! Oh, Gott sei Dank! Boah! Ah, der andere ist kaputt, aber hier, Leon! Oh, Gott sei Dank! Ne, der lebt noch! Leon, warum triffst du denn nicht? Soll ich jetzt mit dem kuscheln, oder was ist hier los? Da ist noch einer, ne? Das sind drei Stück gewesen, oder? So, Leon, dann lauf hin und schieß! Oh. Der steht nochmal auf hier. Da ist noch einer! Puh. Drei Licker in einem Raum. Meine Güte. Zum Glück haben wir unsere Shotgun modifiziert, ey. Sonst wäre das echt ekelhaft geworden. Okay. Boah, schaut euch die Dinger an, ey. Hier sind noch mehr Kräuter. Also so langsam meinst du es aber echt gut mit den Kräutern, wa? Okay, alles klar. Boah, diese Licker. Zum Glück haben die uns nicht einmal getroffen. So, eine massiv aussehende Sperre blockiert den Durchgang. Direktzugang zur unterirdischen Plattform. Wir sind doch schon unterirdisch. Na gut, was ist das? Ein Diskettenschlitz. Auf dem Monitor steht, zum Öffnen des Tors bitte Sicherheitsdisk einlegen. Die haben wir noch nicht, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Genau, wir sind ja, wir erkunden hier weiter hier dieses Labor. Was mir irgendwie besser gefällt als beim ersten Teil, die Musik hier, die ist nicht so gruselig, finde ich. Uiuiui, die C2 Hangar. Wo sind wir hier? Boah, sieht das geil aus hier. Wie bei Star Wars so ein bisschen. Auf diesem Sternzerstörer. Ui, was ist das denn? Kameras. Was sind das für Kameras? Cool. Okay. Hier gibt es einen Lageplan des Labors. Ach, Speicher. Ja, mach mal. Eine Karte ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, dann gucken wir doch mal. Oh. Oha. Okay. Ist noch ein Riesenbereich da. Da ist noch eine blaue Tür. Was zur... Okay. Ach komm, Freunde, ihr müsst mir doch mal eine Kiste geben. Was habe ich gesagt? Ich brauche eine Kiste. Ja, eine alte Schreibmaschine. Ich habe gerade gesagt, ich brauche eine Kiste. Da kriege ich eine Kiste, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Den Flammenwerfer, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen, tatsächlich. Pack aber das Heilspray raus. Ja, die ganzen grünen Kräuter, die können wir eigentlich... Waffenschrankschlüssel. Ich glaube, der kommt auch nochmal. Aber Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal die ganzen Kräuter und die Items sammeln. Deswegen werde ich jetzt einfach mal alles auspacken. Und nochmal zurückgehen. Genau, das werde ich jetzt noch machen. Und dann haben wir gleich auch schon wieder die Folgenende hier. Oh Mann. Ja gut. Na komm, Leon, geh durch die Tür. Kriegen wir schon hin hier.
Ich möchte nichts. Ich möchte keine Items hier. Ah! Oh, Alter! Oh, du Drecksvieh! Boah! Boah! Alter! Ah. Boah, da habe ich jetzt gerade echt erschrocken. Dreckslicker. Okay. Boah, da bin ich gerade echt zusammengezuckt. Da seht ihr das mal, ne? Diese alten Spiele, die können einen auch heute noch erschrecken. Alter, das muss doch nicht sein. Was macht ihr mit mir? Ich bin doch auch nicht mehr der jüngste Mensch. Boah, Drecksvieh. Richtiges Drecksvieh war das. Puh. Mein Herz. Es pocht immer noch. Oh mein Gott, Freunde. Das ist hart. Das ist echt hart. Vor allem, man denkt ja noch, jo, wir haben es sauber gemacht, da ist nichts mehr. Zack, kommt ein Licker rausgesprungen. Meine Güte, ey. Das muss doch nicht sein. So, wir haben hier alles voll mit grünen Kräutern. Ich glaube, ich werde die jetzt auch mal zusammenmischen, die drei. So, ja. Mein Gott. Ist das krass gewesen. Das war schon ein krasser Schockmoment, ja, muss ich sagen. Also, puff, nicht schlecht. Nicht schlecht, Resi 2. Nicht schlecht. Okay, alles klar, aber da sind wir doch schon. Dann nehme ich noch kurz das Fahrband mit. Was soll denn das? Was soll denn der Geiz hier? Und dann gehe ich wieder runter und dann haben wir die Folge auch wieder geschafft hier. Bitte. Und ich bin 10 Jahre älter geworden. So, wo war denn jetzt das Fahrband? Hier war das Fahrband, genau. Ich möchte gerne alle Items mitnehmen. Deshalb. So, das heißt, ich kann mir dann aber auch gleich wieder ein paar Kräuter zusammenmischen, wenn ich an meiner Kiste bin. Und zwar können wir uns ja dann nochmal ein Dreifachgrün. Weil hier gibt es ja keine roten scheinbar. Das ist ja so Mangelware hier. Chronische Mangelware. So, hier ist wieder diese eklige Pflanze. Die macht zum Glück nichts. Die ist einfach nur da und will uns Angst machen. Die ist einfach nur da. Okay, soll mir recht sein. Dann geh bitte nochmal hier komplett durch. Kommt jetzt hier wieder was rausgesprungen. Das haben wir schon überlebt. Das haben wir auch überlebt. Kommt jetzt noch irgendwas? Na Gott sei Dank nicht. Dreimal wäre auch echt, da würde ich ausmachen. Da würde ich echt ausmachen. So, alles klar. Dann packen wir noch kurz die Sachen in die Kiste. Und wie es hier dann weitergeht, bei der hinter der Tür, sehen wir dann beim nächsten Mal, bei der B-Tür. So, die Farbbänder. Das Kraut, das kann auch noch raus hier. So, die beiden Grünen. Ja, komm, mach dir mal noch ein dritt, mach dir mal noch ein dreifach grün. So, wir haben's ja. Was bringt's denn, wenn ich da diese blauen Kräuter noch mit mir rumschleppe? Das bringt ja nichts. Einmal grün-blau können wir noch machen. Das Blaue, das kann wieder hier rein. Aber das Grün-Blau werde ich auch nicht brauchen eigentlich. Also vergiftet werden wir hier nicht wirklich. Gut, Freunde. Dann sieht es ja echt gut aus mit der Heilung, muss ich sagen. Das eine Grüne lasse ich mir nochmal frei für, wenn wir nochmal einen... Ach, nein, kann ich auch schon. Rotes finden sollten. Und dann würde ich mich mal wieder ausrüsten hier. Wobei, die normale Wumme, soll ich die nochmal mitnehmen? Dann habe ich nur noch einen Platz frei, ne? Ne, lass die mal drin. So, und eine Heilung, das passt auch. Hier oben liegt die Magnum rum. Ja, dann passt das, Freunde. Dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal.
Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.